Jo Leute, alles Mangamtanga. Willkommen zurück zum neuen Video von mir. Heute gibt es mal eine Review zu Death Note halt, also dem Anime. Und falls ihr halt nicht gespoilert werden wollt, dann guckt das Video nicht, weil ich werde wirklich bis zur letzten Folge gehen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann guckt es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Also, Light. Direkt Fail. Light ist halt so ein Oberstufenschüler und er ist einfach so richtig intelligent. So. Er ist ein Intelligenzschüler aus Japan, hieß das. Eines Tages flog der Shinigami, also das ist ein Todesgott, in die Menschenwelt. Da hat er ein Buch fallen lassen, das ist das Death Note. Ja, Light hat es halt gefunden und da stand halt so drin, ja, wenn du den Namen der Person in dieses Buch schreibst, dann stirbt die Person. Also man muss halt den Namen reinschreiben, sich das Gesicht vorstellen und eine Todesursache schreiben. Falls einem keine Todesursache einfällt, stirbt die Person einfach an Herzversagen. Falls einem aber doch halt was einfällt, hat man glaube ich 6 Minuten oder so, um halt zu beschreiben, wie das passiert. Dies, das. Leider hat es halt nicht geglaubt und er meint so, ja, stimmt doch eh nicht. Hat das an ein paar Leuten getestet und das stimmt wirklich. Und ja, dann hat er einfach das Fernsehen angeschaltet und einfach die, alle Verbrecher so getötet. Also er hat den Seth noch geschrieben und er hat getötet. Die Polizei hat das natürlich mitbekommen, dass die ganze Zeit Verbrecher sterben, aber die wussten halt nicht wie und warum die sterben. Also die wussten, die sind an Herzversagen gestorben, aber wie kann das sein, dass sie die ganze Zeit sterben? Die Polizei kam nicht drauf klar und sie haben den besten Detektiv eingeschaltet. Der sollte halt den Fall lösen. Und dies, das, er hat halt so arbeitete dran und dann meinte halt so, ja, er meinte im Fernsehen, ich werde dich finden, ich werde dich töten, dies, das. Und so begann halt so ein spannender Kampf zwischen L und Light. Light wird Kida genannt. Und da meinte halt der Vater von Light so, ja, mein Sohn ist sehr begabt, er kann halt richtig gut kombinieren. Nimm ihn mal halt so hier in die Abteilung für Kida auf. Und auf jeden Fall, L wusste nicht, dass es Kida ist und die haben ihn halt so aufgenommen. Natürlich hat Light ihm auch so geholfen, die ist da mit neuen Theorien. Aber L dachte schon so, bestimmt ist das Kida. Auf jeden Fall, er hat immer so krass, immer krasseren Verdacht. Plötzlich, ja, hat Kida irgendwas ins Fernsehen gestellt, so dies, das, ich weiß jetzt nicht, was das war. Und Light, der natürlich weiß, dass er der richtige Kida ist, hat sich komplett aufgeregt, so. Und auf jeden Fall hat er dann halt Kida Nummer 2 gefunden. Kida Nummer 2 heißt Misa. Misa Amani ist so ein Mädchen, das ist halt so ein Model. Und keiner weiß halt so, dass sie Kida 2 ist. Und sie liebt Kida halt, weil, einmal hat so ein Mann die Eltern von ihr getötet und der wurde halt nicht bestraft, so. Und deswegen feiert ihn halt. Und natürlich hat dann jemand mitbekommen, dass sie zusammen sind, aber die wussten nicht wieso. Elle hat das natürlich auch mitbekommen. Dann hat er die so in Einzelhaft gesteckt. Und so von wegen, ja, ihr seid Biskida, du bist Kida Nummer 2, dies, das. Aber dann haben die halt so bewiesen, dass die es nicht sind. Also die wurden in ein Auto gesteckt. Und der Vater von Light sollte die also erschießen. Aber da Light seine Erinnerung verloren hat, hat er so ein paar mit Ryo gemacht. Er wusste nichts davon und der Vater hat auch nicht wirklich geschossen. So haben die halt bewiesen, dass die nicht Kida und Kida Nummer 2 sind. Misa hat ihre Erinnerung auch verloren. So, dann eines Tages, der natürlich weiter ermittelt. Dies, das. Ich werde nicht auf Details eingehen, ich will einfach nur sagen, was passiert ist. Dann auf einmal ist L gestorben. Warum? Light hat Misa gesagt, dass ihr Shinigami ja, L ins Death Note eintragen soll. Dann ist L halt gestorben und Light hat sich mega gefreut, dies, das, ja, jetzt kann mir keiner mehr was. Aber ein paar Monate später oder irgendwie ein, zwei Jahre, ich weiß gerade selbst nicht, ja, da wurde in Amerika weiter ermittelt und da kam auch schon N. N ist dann sozusagen der neue L und es geht weiter mit Kida gegen L. Das ist dann Season 2,
was ich nicht so hart feiere wie Season 1, aber ist auch cool so. Und ja, es wurde in Amerika weiter ermittelt. N hat halt so mit Light ermittelt, die Suspect da ist. Und dann sollten die sich eines Tages treffen. Und dann haben die sich getroffen, halt japanische Polizei mit amerikanischen Mafia oder CIA, keine Ahnung, was das war. Und auf jeden Fall, dann hat Enzo gesagt, ja, Light, du bist Killer, dies, das, wir können es beweisen. Dann haben halt auch, also die Leute aus Amerika wussten das so, ne? Aber dann haben auch seine Kollegen das geglaubt, so, dass Light Killer ist. Und Light hat es doch zugegeben, dann wollte er die halt ins Death Note schreiben. Er hat sie ins Death Note geschrieben und sind allerdings nicht gestorben. Achso, ja, das Death Note hatte man vorher gefunden, weil Light so einen Plan hat und jetzt wussten die halt, wie Kira tötet, aber es war noch als L da war und in Season 2 stirbt doch Lights Vater. Ja. Und ja, auf jeden Fall dann. Er hat sie ins Death Note geschrieben, aber nichts ist passiert, weil die haben das Death Note ausgetauscht und es war ein Fake Death Note. Und dann, ja, Ryuk hat zu dem Zeitpunkt einfach nichts gemacht. Er hat die ganze Zeit am Menschenwerk gechillt, so weil es voll spannend ist. Dann ist Light halt so geflüchtet und Ryuk so meint so, ja, es ist aus, du kannst jetzt sterben, hat ihn ins Death Note eingetragen und ja, Light ist gestorben. Bam. Alles wegen dem hier. Ja, ich weiß, die Review war jetzt schlecht, aber ich wollte halt nicht so Wikipedia-like alles zusammenfassen. So, also, in Minute 13 oder so, keine Ahnung, stirbt L. Das stimmt jetzt, glaube ich, nicht. Wenn ja, das ist fucking Glückstreffer. Aber ich sag mal so, das Wichtigste habe ich erwähnt. Und auch so, ja, dass Light weiter gestorben ist, kommt ein bisschen später, aber egal. Ja, wie fandet ihr Death Note denn so? Also, ich habe es mega gefeiert. Ja, Season 2 war ein bisschen schlecht, aber es ging. So von wegen halt. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat diese Review gefallen, auch wenn ich ein bisschen komisch geredet habe, also schlecht zusammengefasst. Ich wollte halt wirklich nur so das Mindeste zusammenfassen, weil ich wollte halt so, ja, die wichtigen Sachen, die Details könnt ihr auch selbst gucken, so. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ciao.